Hallo und herzlich willkommen zu Star Trek Online. Ich bin es wieder, eure Fluffy. Und heute möchte ich einmal was ganz Neues anfangen, was ich bisher noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich mir jetzt eine Foundry ausgesucht, die ich jetzt zuallererst einmal testen möchte. Ja, das werde ich jetzt einfach mal öfter machen. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal die Foundry-Mission Gefangen ausgesucht. Und zwar ist das eine Solo-Mission. Sie werden in das Baitan-System geschickt, um einige merkwürdige Energiesignaturen zu untersuchen. Jedoch kommt alles anders, als sie denken. Doch das Unerwartete zu erwarten gehört schließlich zu den Aufgaben eines Sternenflottenoffiziers. Werden Sie die Situation meistern können, begeben Sie sich in das Baitan-System im Vulkan-Sektor im Beta-Quadranten. So, wie heißt denn der gute Spieler, der diese Foundry gemacht hat? Sehe ich gerade gar nicht. Sehe ich ja vielleicht gleich. Ich würde einfach mal sagen, fangen wir mal an. Sir, wir haben Baitan erreicht. Gehen Sie unter Warp und starten Sie Gefangen, Tyrell. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schade, dass ich jetzt nicht den Spielernamen erkennen konnte. Ich werde mir einfach beliebig eine raussuchen. Mache ich jetzt öfter. Ich habe noch keine Lust in diese Dyson-Sphäre im Moment zu gehen. Und bin ich jetzt gerade mal auf die Idee gekommen. Versuche ich es einfach mal. Mit Foundries. Habe ich auch noch nie gemacht. Es lädt auf jeden Fall schon mal. Da sind wir auch schon. Captain, wir haben das Baitan-System betreten. Erste Scans zeigen, dass die Energiewerte von einem Objekt nahe des Planeten stammen. Um weitere Informationen erhalten zu können, müssen wir näher an das Objekt. Okay, Tyrell, setzen Sie einen Kurs. Ich nähere mich mal ganz vorsichtig. Huch. Scannen Sie die Quelle. Captain, allem Anschein nach handelt es sich um die Überreste eines Schiffes. Die Bauart lässt auf ein Föderationsschiff schließen, aber ich erhalte merkwürdige Signale auf der Quantenebene. Es scheint, als würde es nicht aus diesem Universum stammen. Ich empfehle, einen detaillierten Scan auf molekularer Ebene durchzuführen. Verstanden, machen Sie es so, Tyrell. Und molekulare Ebene, Scan durchführen. Captain, irgendetwas stimmt hier nicht. Von dem Objekt gehen steigende Energieanzeigen aus. Okay, und was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht, Sir. Captain, der Scan ist ausgewertet. Die Trümmer stammen aus dem Spiegeluniversum. Es bilden sich Raumverzögerungen. Wir werden reingezogen. Okay. Alle Energie auf den Antrieb, voller Impuls. Weg von hier. Nicht möglich, Sir. Die Trümmer senden ein Störsignal, das unsere Waffenantrieb und Schilde deaktiviert. Wer auch immer dahinter steckt, wusste genau, wie er unsere Systeme ausschalten kann. Festhalten! Wir halten uns hier fest. Captain, wir sind im Spiegeluniversum. Waffenantrieb und Schilde noch immer deaktiviert. Sir, Schlachtschiffe des Imperiums haben uns umsingelt. Wir werden gerufen. Auf den Schirm damit! Flottenadmiral Fluffy, kommandierender Offizier der Komet. Sie und Ihr Schiff ist hiermit beschlagnahmt. Sie wurden in Abwesenheit als Kriegsverbrecher angeklagt und verurteilt. Machen Sie sich bereit, geentert zu werden. Jede Art von Widerstand wird mit dem sofortigen Tod bestraft. Sie haben 5 Minuten Zeit, Ihre Mannschaft zu informieren. Wie lautet überhaupt die Anklage? Ihre Taten in unserem Universum, die sowohl zu einer Verlängerung des Krieges gegen die Klingonisch-Kasiadische Allianz als auch zum Tod von Admiral Fluffy geführt haben, waren neben anderen Punkten der Hauptteil der Anklage. Okay, Ihre Zeit läuft, Flottenadmiral.
Anmerkung des Autors, siehe Spiegelbild. Okay, fortsetzen. Captain, er hat den Kanal geschlossen. Ihre Anweisungen? Zustand der Waffen? Waffen und Schilde noch immer ausgefallen, Sir. Der Maschinenraum meldet, dass in 2 Stunden einsatzbereit, dass die Sachen in 2 Stunden einsatzbereit wären. Okay. Zu lange. Informieren Sie die Crew. Kann man das nicht irgendwie beschleunigen? Leider nicht, Sir. Der Maschinenraum meldet, dass sie wirklich alles geben, aber es nicht schneller gehen wird. Okay, zu lange, Schlucky. Informieren Sie die Crew. Wir ergeben uns. Sir? Ach, die Eliza. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Ich will die Verluste so gering wie möglich halten. Oh je, Sir. Tja, tut mir leid, Flores. Sie wurden gefangen genommen. Nachdem man sie an Bord geholt hat, wurden sie vorübergehend in eine Gefängniszelle der Station im Betan-System gebracht. Ja, fortsetzen. Jetzt sind wir im Knast. So weit ist es schon gekommen mit meiner Crew. Oh Gott. Aber was hätte ich tun sollen? Ohne Waffen? Wir hätten noch nicht mal flüchten können. Das wird hart. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir hier wieder raus? Ladebildschirm, bitte beeil dich. Ich möchte es gerne wissen. Oh Gott. Die Nervosität steigt. Hey, Terraner, weswegen hat man dich eingesperrt? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Notqua, Sohn des Tag. Tag? Der Tag, mit dem ich dieses Bakterium vernichtet habe? Sie sind der Krieger aus dem anderen Universum, der die Allianz gerettet hat. Oh, werden wir hier angegriffen? Der die Allianz gerettet hat? Es macht mich stolz, Sie kennenzulernen, aber traurig um die Umstände. Wir werden hier angegriffen. Mir geht es ähnlich, weswegen hält man Sie hier gefangen? Ich war, ja, taktischer Offizier an Bord der IPA. Wir konnten mehr als ein Dutzend terranische Schiffe vernichten, bevor wir geentert wurden. Ich bin der einzige Überlebende. Normalerweise wäre es eine Schande für mich, gefangen worden zu sein. Aber nach dem, was ich über Sie gehört habe, habe ich nun Hoffnung, diese Schande zu tilgen. Auf der... Wer greift mich denn hier die ganze Zeit an? Ich bin der einzige Überlebende. Normalerweise wäre es eine Schande für mich, gefangen worden zu sein, aber nach dem, was ich über Sie gehört habe, habe ich nun Hoffnung, diese Schande zu tilgen, auf dass die Krieger, der IPA und ihr letzter Kampf nicht vergessen werden. Ich wäre ja genauso optimistisch wie Sie, aber noch sind wir hier gefangen. Fluffy? Sie vergessen, dass die Terraner dieses Universums anders denken als Sie. Natürlich, wie gerne würde man sie verurteilen und hinrichten, aber das könnte sie zu einem Mörderer für alle Feinde des Imperiums machen. Wundern Sie sich nicht, dass Sie noch Ihre Waffen tragen? Die Terraner bauen darauf, Sie bei einem feigen Fluchtversuch töten zu können, und das ist unsere Chance. Wenn wir es zur Kommunikationsstation des Raumdocks schaffen, kann ich die klingonisch-kardasianische Flotte rufen, die uns aufnehmen wird. Das klingt erstmal nach einem guten Plan, aber wie kommen wir hier raus? Captain, wir könnten mithilfe unserer Kommunikatoren die Kraftfeldgeneratoren unserer Zelle unterbrechen. Dazu muss der Kommunikator in die Batterie einer Phaserpistole angeschlossen werden und ein Signal von im Bereich von 360 bis 590 THZ senden. Ja, Schlucky, dann mal los, ne? Zelle öffnen. Und Kampf. Wo ist jetzt der Typ? Was haben wir hier? Zellen öffnen? Ah, da ist der Klingone. So, Captain, ich konnte einen Blick auf die Stationspläne werfen. Am Ende des Ganges gibt es einen Turbolift, mit dem wir die Hauptebene erreichen könnten. Ja, dann mal los, auf geht's. Jetzt müssen wir uns echt beeilen, ne?
Turbolift benutzen? Sir, der Turbolift ist deaktiviert. Wir müssen ihn mit einer Konsole aktivieren. Das wäre auch einfach gewesen, Schlucky, ne? Und wie? Hier ist der Turbolift, den wir aktivieren können. Und hoffentlich können wir ihn jetzt benutzen. Sir, im Raumdock müssen wir sowohl unser Schiff aus der Verankerung lösen, als auch die Klingonen rufen, um den Transporter zu erreichen, um uns auf unser Schiff beamen zu können. Ja, worauf warten wir noch, Floschewella? Los geht's! Gott sei Dank war unser erster Gefängnisaufenthalt nicht. Also, wir waren ja schon mal gefangen mit der Fluffy Crew in diesem Kolosseum. Aber da war ich alleine und nicht die ganze Crew noch mit. Ja, also das war schon eine Premiere. Ladebildschirm, bitte, ich will wissen, ob wir es geschafft haben. Bitte. Okay. Dann lösen Sie die Schiffsverankerungen. Aber erstmal haben wir hier feindliche Fähnriche. Ich sammle hier erstmal fleißig ein. Gegenstände einsammeln. Was kommt jetzt? Hier rein? Schiffsverankerungen lösen. Crew. Schlucky, steh da nicht so rum. Arbeite. Wir sind hier in Gefangenschaft. So, die Verankerungen sind gelöst. Kann ich noch was einsammeln? Rufen Sie den Klingonen über den Subraum. Wo finde ich den denn? Auf dem Flur? Wo finde ich den? Im nächsten Raum wahrscheinlich. Oh Gott, hier sind noch mehr. Okay. Klingonen rufen und mit Tag verbinden. Not qua an Tag. Du lebst? Natürlich! Ja, ich lebe. Die IPA wurde zerstört und ich wurde gefangen genommen. Jedoch konnte ich mich mit Hilfe von Fluffy Hot aus den Zellen befreien. Die Terraner haben ihn gefangen genommen und wollten ihn während der Flucht töten. Ich bin mir sicher, dass sie uns im System auflauern. Wir haben sein Schiff bald erreicht, benötigen aber jede Unterstützung im Kampf gegen die Terraner. Okay, fortsetzen. Wir werden da sein, aber lass mich jetzt mit Flottenadmiral Fluffy reden. Ja, bitte? Flottenadmiral Fluffy, ein weiteres Mal muss ich Ihnen danken. Zuerst retten Sie die Allianz und jetzt bringen Sie meinen totgeglaubten Sohn zurück. Sie sind wirklich ein schandloser Held der Allianz, auch wenn Sie aus den anderen Universum stammen. Wir sehen uns gleich, Seite an Seite im Kampf. Kapla, Flottenadmiral. Okay, Kapla, Tag. So, aktivieren Sie den Transporter. Ist der im anderen Raum? Es scheint fast so. Hier sehe ich nämlich nichts mehr. Hier ist noch ein Raum. Ah, guck mal. Da ist ein Shuttle. Und hier haben wir wieder Feinde.
Was ist hier mit Tyrell? Die arme Tyrell. Immer trifft es Tyrell. Wer liegt da jetzt? Eliza. Der Rest der Crew kümmert sich tapfer weiter um die Gegner. Ich aktiviere jetzt schnell den Transporter, soweit es mir möglich ist. Transporter aktivieren, bevor noch mehr kommen. Das ist mir gelungen. Jetzt können wir uns ganz fix aufs Schiff beamen, Freunde. Energie bitte. Captain, wir sind bereit zum Beamen. Dann machen wir das bitte, Floschurella. Ein bisschen ZZ. Puh, Gott sei Dank. Hier sind wir nochmal weggekommen. Ich habe heute irgendwie einen Zungen in der einen Knoten in der Zunge. Ich kann irgendwie gar nicht so flüssig lesen, wie ich das eigentlich gerne wollen würde. Was ist nur los mit mir? Das macht dich bestimmt an der Gefangenschaft. Bitte. Ladebildschirm. Das ist immer so blöd, wenn man dann unbedingt wissen will, wie es weitergeht und dann lädt das so lange. Das ist gemein. Ich bin doch nur eine kleine Fluffy. So. Alle Systeme vollkommen funktionsfähig, Sir. Es sieht so aus, als sei die Wirkung des Störsignals von den Terranern deaktiviert worden. Sie wollten wohl die Komet wahrscheinlich in einen Trockendock bringen und von Kopf bis Fuß untersuchen. Da haben wir ja nochmal Glück im Unglück gehabt. Die Verteidigungskräfte der Station haben uns bemerkt, Captain. Ja. Laden Sie die Waffen und Schilde. Da müssen wir durch. Meine Freunde. Jetzt muss ich mich erstmal eben ganz kurz wieder orientieren. Ich bin schon die letzten Tage nicht oft mit Keybinds geflogen. Ich hoffe, dass ich es trotzdem noch irgendwie schaffe, diese Terraner-Fregatten hier zu bekämpfen. Sehr schön. Das habe ich dann doch noch geschafft, Gott sei Dank. Weitere Schiffe gehen unter Warp. Sie laden ihre Waffen, Sir. Okay. Machen Sie sich bereit, Eliza. Frau Flores. Oh Gott, ich sehe sie schon. Ich lasse sie jetzt mal einfach schön kommen. Bis dahin sind meine Schilde hoffentlich wieder oben. Oder die unsere Schilde der Komet. Wenn ich ja Glück habe, kann ich mir die alle so ein bisschen einzeln snacken. Hoffe ich. Ich hoffe, dass dann überhaupt noch was los ist mit Snacken. Komm. Das ist eine Fregatte. Die sollte ja kein Problem sein. Ein Eskortschiff. Gott.
Haben wir's? Oh Gott. Da vorne haben wir noch ein Escortschiff. Aber ich werde mich jetzt hüten. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt angegriffen. Da müssen wir durch. Die unendlichen Weiten sind kein Ponyhof. Gegenstände einsammeln, auch das haben wir geschafft. Aber ich befürchte, da kommen noch mehr. Captain, weitere Schiffe gehen unter Warp. Leiten Sie alle verfügbare Energie in die Waffen und Schilde um. Sir, es ist Tag. Gerade noch rechtzeitig, rufen Sie ihn bitte. Wir scheinen ja gerade rechtzeitig zu kommen. Es freut mich, ein weiteres Mal. Okay. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber weitere terranische Schiffe gehen unter Warp. Dann wollen wir mal. Kapla Tag. Kapla Flottenadmiral. So, dann sind wir mal gespannt. Da sind unsere verbündeten Klingonenfreunde. Da nähere ich mich jetzt doch direkt mal an. Terranischer Kommandokreuzer. Gott sei Dank sind die hier. Die kommen hier richtig gut klar. Ah, das sind ja auch echt viele, ne? Ein bisschen was möchte ich ja auch noch hier zerstören. Es war ein imperialer Großangriff. Es ist mir immer wieder eine Freude, an Ihrer Seite zu kämpfen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen ein Fass Blutwein an Bord zu beamen. Dieses Mal kommen Sie mir nicht davon, ohne mit mir anzustoßen. Oder wie man bei Ihnen sagt, Prost. Prost, Tag. Flottenadmiral, ich will mich bei Ihnen bedanken. Ohne Sie wäre ich nie in der Lage gewesen, meine Schande in eine Schlacht wie dieser zu tilgen. Die imperiale Flotte ist stark geschwächt und das Imperium ist für eine Weile nicht in der Lage, die Allianz anzugreifen. Zu viel der Ehre. Ich kann kein Klingonisch, Freunde. Ehre, wem Ehre gebührt, Flottenadmiral. Kapla. Kapla, not qua. Oder wie der heißt. Sir, die Konfiguration an unserem Deflektor von unserer letzten Reise in dieses Universum sind noch immer aktiv. Wenn Sie es befehlen, können wir sofort in unser Universum wechseln. Okay, Schlucky, entfernen wir uns von der Flotte und dann nichts wie ab nach Hause. Öffnen Sie ein Portal in Ihr Universum. Bitte wenden Sie, Fluffy. Energie bitte. Da scheint das zu sein. Haben wir das nicht gerade auch irgendwie... Ah, Portal öffnen. Portal öffnen. Das Portal ist offen und stabil. Alles spricht dafür, dass ein Übergang sicher ist. Okay, Tyrell, nichts wie ab nach Hause. Nach Hause. Bitte. Captain, wir sind wieder in unserem Universum. Alle Systeme laufen im normalen Parametern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin froh, wieder daheim zu sein. Das geht mir nicht anders. Rufen Sie die Sternflotte bitte. Flottenadmiral, wir hatten uns bereits Sorgen um Sie gemacht. Was ist passiert? So, da erzählen wir jetzt erstmal die Alinea, was hier los war. Im Spiegeluniversum scheinen sie sich wirklich große Feinde gemacht zu haben, aber auch Freunde. Ich werde alles an Admiral Quinn weiterreichen. Willkommen nach Hause, zu Hause, Flottenadmiral. Vielen Dank, Linnea.
Damit endet meine dritte Mission des Spiegeluniversum-Reihe und diese ist damit vorerst beendet. Wenn ihr Lust habt, spielt doch auch meine aktuelle Reihe Ast. Vielleicht trefft ihr ja einige alte Bekannte wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Über eine kurze Kritik in der Bewertung oder eine längere über PN oder im Forum würde ich mich sehr freuen. Natürlich gibt es noch mehr Missionen von mir. Da wären zum Beispiel der Schiffstest, Kobayashi Maru-Test in Normal- und High-End, die Wiederherstellung einer alten Kryptik-Mission, meine Einzelmission, die Rubenschleife und meine oben genannte Reihe Agas Star Trek bzw. kurz Ast im Suchfenster nach Ast suchen. Spezieller Dank geht an Maria, Ceronius Rex, Russo und Nevandon, die es möglich gemacht haben, dass unsere Spotlights an allen neuen an den neuen Sektorenraum angepasst werden konnten. Weiterhin noch viel Spaß in Star Trek Online. Agavaren Kran. Okay, das ist dann der Erzähler der Foundry-Mission. Jetzt habe ich endlich den Namen gefunden. Und wahrscheinlich habe ich jetzt natürlich auch mit meiner allerersten Foundry, die ich mir ausgesucht habe, den dritten Teil einer Spiegeluniversum-Reihe gespielt. Da werde ich sehr wahrscheinlich dann doch nochmal nach den anderen gucken müssen. So, zur Bewertung gehen wir jetzt mal. Ich gebe allen Missionen. Ich guck mal eben, wie viel ich habe. Dilithium erstmal veredeln. Weil da war nämlich nicht mehr viel mit Dilithium. So. Okay. Finde ich wirklich gut. Alle Foundry-Ersteller haben von mir den allerhöchsten Respekt, dass die uns so schöne zusätzliche Storys hier basteln. Weil ich glaube, das ist wirklich eine Menge Arbeit. Und deshalb hat das alles 5 Sterne für mich verdient. Aber sie hat mir auch davon abgesehen wirklich viel Freude bereitet. So. Das war also meine allererste Foundry-Mission, die ich in den unendlichen Weiten erlebt habe und selber gespielt habe. Und ich hoffe, ich bin da selber dabei, ich entscheide das ja, wann ich die nächste spiele. Aber das macht mir Spaß. Ja. Lebt lang und in Frieden. Wir sehen uns. Habt eine schöne Zeit. Eure Fluffy.